Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. In diesem Video geht es um Blogmarketing. Wer also mehr darüber erfahren möchte, bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Heute möchte ich mal das Thema Blogmarketing ein wenig genauer anschauen. Der Grund ist, zurzeit sieht man auf Twitter und Facebook immer wieder Diskussionen, ob sich ein Blog überhaupt noch lohnt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob man das gar nicht mehr machen soll. So habe ich nämlich immer wieder lustige Dinge gehört, wie, ja, Blogs bringen nichts, die bringen weder Leser noch Verkäufe, also Einnahmen, Blogs kosten nur und so weiter und so fort. Spannend ist ja das Ganze auch, dass viele Leute denken, ja, wenn ich jetzt einen Blogbeitrag mache, dann habe ich sofort 1 Million Views und mindestens 5 Milliarden neue Kunden. Was ja eigentlich absoluter Blödsinn ist, wenn man ein bisschen überlegen würde. Aber wir wissen ja alle, denken tut weh, das sieht man gerade draußen, wenn man Leute sieht, die Masken tragen und zwar etwa so. Mimi, Masken bringen nicht. Ruhe jetzt, jetzt rede ich. Naja, solche Maskenidioten gibt es ja zurzeit wirklich viele. Aber zurück zum Thema. Bringt denn ein Blog was oder bringt es nichts? Ja, da müsst ihr nicht mich fragen, sondern ein bisschen auf Twitter und Facebook umschauen und da hört ihr immer wieder lustiges Zeug. So habe ich heute lachen müssen, als ich diesen Tweet gesehen habe. Da hat nämlich eine Schweizer Reisebloggerin, die Patotra, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gesagt, aus der Reihe Blogs bringen nichts. Ich habe vor ganz einem Monat einen Artikel über das Matschertal verfasst. Das liegt im Tessin hier in der Schweiz. Der Artikel wurde bis heute 6060 Mal gelesen. Also man sieht wirklich, Blogs bringen nichts, die werden ja gar nicht gelesen. Ja, das könnte man nämlich denken, wenn man diesen Tweet liest, was ja eigentlich völliger Blödsinn ist. Aber wenn ich dann so mit Influencer vergleiche mit den Zahlen, die sie da hantieren, ja, da fühle ich mich als Blogger als kleines Würstchen. Aber diese Zahlen täuschen. Ich zeige euch nämlich nachher, warum diese Zahlen von diesen Influencern so täuschen. Aber es ist noch lustig gewesen, nachdem ich diesen Tweet hier gelesen habe, habe ich einen weiteren Tweet gelesen und zwar einen Blogbeitrag, ein Tweet von Trusted Blogs. Das ist ein Blogmarketing, eine Blogmarketingfirma aus Deutschland. Die hat nämlich getwittert, Blogmarketing fails, die Kampagne war ein totaler Flop, wir haben kaum Umsatz gemacht. Und ja, da musste ich wirklich lachen, denn diese Ausrede höre ich ja selbst immer wieder. Denn viele Firmen denken ja, ja, ich schreibe einen Blogbeitrag und werde gleich reich und mache 50 Millionen mehr Umsatz. Ja, und da war ich natürlich gespannt, was eine Blogmarketing-Firma sagt. Und da habe ich mich natürlich gleich mal reingeklickt. Ich denke, wir schauen uns mal heute kurz diesen Beitrag an und ich werde ihn ein bisschen kommentieren, ob das richtig ist, ob das falsch ist oder ob das völliger Blödsinn ist. Dafür habe ich ja diese schönen Buttons hier vorbereitet, jawohl, oder sogar zum Fremdschämen. Aber eben schauen wir uns das an. Da steht nämlich die größten Fehler im Blogmarketing. Und wenn wir da unten anschauen, der erste ist, die Kampagne war ein Flop. Wir haben kaum oder keinen Umsatz gemacht. Kampagnen mit Bloggern unterscheiden sich in gleich mehreren Punkten grundsätzlich von anderen Werbemaßnahmen, was absolut richtig ist. Ein wesentlicher Aspekt ist die Tatsache, dass Umsatzwachstum nicht als Primär- oder Bewertungsgrundlage definiert werden darf, was ja absolut richtig ist. Ein Blogbeitrag, der besteht ja nicht nur aus einem Bild, sondern aus Informationen, mehr oder weniger aus schönen Texten, aus Bildern, aus Video, aus Audio. Wie wir alle wissen, Blogger können hier sehr groß und sehr kreativ arbeiten. Es gibt Blogger-Marketing-Ziele, das können ja natürlich sein, mehr Sichtbarkeit in Suchmaschinen erzielen, also sogenannte SEO,
Sachen machen, was ja wirklich wichtig ist. Reputation und Awareness verbessern, also damit man überhaupt weiß, dass diese Marke existiert und auch Vertrauen der Zielgruppe gewinnen oder steigern. Absolut korrekt. Denn wenn wir uns einen Blogbeitrag anschauen, der kann wirklich groß sein, der kann kurz sein, der beantwortet meistens genau eine Frage, eine wichtige Frage, eine Frage, die der Leser gerade hat. Wie verwende ich YouTube? Wie starte ich ein Auto? Wie muss ich ein TÜV putzen? Und so weiter und so fort. Das kann man nämlich immer schön in Blogbeiträge schreiben. Und da kann man nämlich dann die Sichtbarkeit der Webseite steigern. Ich sehe es ja selbst bei mir. Ich habe ein paar tausend Blogbeiträge in den letzten 15 Jahren geschrieben. Und immer wieder, wenn ich eine Frage habe, dann kann es passieren, dass mir Google immer wieder die Resultate um die Ohren knallt. Und da muss ich immer wieder lachen. Ich frage was und Google bringt mir meine Blogbeiträge zurück. Also, ich weiß dann, ja, das habe ich schon geschrieben. Und Google hat das selbst gemerkt, dass genau diese Frage mit diesem Beitrag am besten zusammenpassen. Ja, und eben, man kann dann bei Blogbeiträgen schön die langen Keywörter und die kurzen Keywörter verwenden. Wir wissen ja alle, Google kann noch nicht Gedanken lesen, obwohl jetzt, wo wir bald gechippt werden, könnte es ja sein. Müssen wir aufpassen. Oh, das ist für die Zukunft. Nein, Scherz. Google kann natürlich Gedanken nicht lesen. Aber eben, ein Blogbeitrag, der kann wirklich über längere Zeit wirken. Und das ist ja auch der große Unterschied zwischen diesen Instagram-Influencern. Sie machen ein Post, eine Instagram-Story und die ist nach 24 Stunden bereits weg. Sie machen ein Foto, ja, und dann verschwindet es auch immer weiter in der Timeline zurück. Und seid ehrlich, wer stöbert schon die Timeline einer Instagrammerin oder eines Instagrammers durch? Ich sicher nicht. Ich schaue mir die letzten 5, 6 Fotos an, die erste oder zweite Reihe, und damit hat sich's. Also ich gehe da nicht graben und schaue, ja, was wurde vor einem Jahr gesagt. Das natürlich nicht. Also die Halbwertszeit eines Artikels, die ist natürlich viel kürzer bei einer Instagrammerin oder bei einer Twitterin zum Beispiel, als bei einem Blog. Bei einem Blog ist es egal, ob ich jetzt den Artikel heute geschrieben habe, vor einem Jahr oder vor 5 Jahren, solange er aktuell ist und noch passt, kann man ihn so lassen. Ja, und da sind wir ja bereits dabei. Blog-Marketing-Kampagnen erreichen deine Zielgruppe abseits von klassischen Werbemaßnahmen. Da sind wir ja wieder. Ich habe eine Frage. Da gehe ich googeln. Da bekomme ich nachher aus dem Blog die Antwort geliefert. Wenn ich vom Fernsehsitz, vor Netflix, vor YouTube und es wird mir eine Werbung präsentiert, da kann ich keine Frage stellen. Da wird mir nichts beantwortet. Da hampeln die Leute lustig vor der Kamera rum und fertig. Und danach muss ich wieder googeln, also komme ich wieder zu den Blogs. Also ihr seht, ein Blog, der hat viele verschiedene KPIs, die man definieren kann, aber Umsatz, der harte Euro, der harte Franken ist es sicher nicht. Dafür müsste man wirklich einen Shop dazu haben, ein Checkout haben und so weiter und so fort. Aber dann sind wir ja bereits außerhalb eines Blogs. Ja, dann gehen wir doch gleich mal runter und schauen uns die zweite Fail an von einem gescheiterten Blog-Marketing. Die Beiträge der Blogger entsprechen nicht unseren Qualitätsanforderungen. Da haben wir ein großes Problem. Viele Firmen denken, sie können wirklich den Blogger tot kontrollieren, tot zensieren, ihm alles vorschreiben, was natürlich ein völliger Mist ist. Wenn ich als Unternehmen Blog-Marketing betreiben möchte, dann suche ich mir natürlich die Blogger aus, die zu meinem Thema passen. Ich bin ein Küchenhersteller, also suche ich mir einen Food-Blogger. Da bringt es nichts, wenn ich einen Blogger eines Autoherstellers präsentiere oder bringen möchte. Da bringt es auch nicht, wenn ich einen Reiseblogger nehme, wenn es nämlich nur um Küchenausstattung und Rezepte geht. Also völliger Blödsinn. Also man muss wirklich testen, ja, welcher Blogger passt zu meinem Thema. Und dann muss man ihm natürlich auch die Freiheiten geben, ja, was sind deine Ziele, was musst du bringen, welches Rezept musst du verbloggen, welcher Grill musst du bringen, welcher Ort,
musst du verbloggen und so weiter und so fort. Und dann lässt man die Leute machen, man setzt vorher einen schönen Vertrag auf, was sehr wichtig ist, denn der Blogger muss genau wissen, was er liefern muss und er muss auch sicher sein, dass die Firma weiß, was sie liefern muss und was sie nicht darf. Denn nur wenn der Blogger und die Firma zusammenspielen, funktioniert das Ganze. Also, dann muss man natürlich auch ein Vertrauen haben, dass der Blogger seinen Job umsetzt. Gut, ihr habt ja einen Vertrag gemacht, ihr könnt ihn so drankriegen, wenn er Ärger macht. Aber sonst dürft ihr ihm nicht groß reinreden. Er muss seinem Stil weiter treu sein. Es gibt ja Blogger, die bloggen auf Schweizerdeutsch. Da bringt es nichts, wenn man auf einmal hingeht und sagt, ja, du musst jetzt auf Französisch bloggen. Wenn er nur schweizerdeutsche Leute hat, die kein Französisch können, bringt es nichts. Da kannst du auch nach Deutschland gehen und über Berlin bloggen und irgendwie Indonesisch sprechen, wenn die Zielgruppe Deutsche sind oder Schweizer sind. Das bringt genauso nichts. Also, man muss da wirklich ein bisschen Vertrauen haben, aber man kann einem Blogger sagen, ja, ich hätte gerne mehr Text, ich hätte vielleicht gerne noch ein besseres Bild, ein besseres Video. Da muss ich natürlich schauen, kann ich als Firma ihn unterstützen bei dem Content, bei Bildern, bei Videos, denn meistens sind ja die Produkte bei mir oder sind bei mir im Einsatz oder ich habe selbst als Firma ein großes Bildarchiv. Also, da muss ich recht geben. Meine persönliche Meinung dazu, wer im Blogmarketing die Kontrolle übernehmen und sogar die Inhalte vorgeben wird, wird grandios scheitern. Genau. Blogmarketing ist Vertrauensmarketing. Denn die Blogger kennen ihre eigenen Leute, die das lesen. Sie wissen, was sie können und was sie nicht können. Und so handeln sie dann auch. Wenn auf einmal eine Firma zu viel reinredet, dann geht es grandios schief. Nun kommen wir zum letzten und spannendsten Thema. Für Blogger reicht ein Taschengeld als Honorar, was ja auch ein völliger Blödsinn ist. Gehen wir weiter um. Richtig ist, dass Blogger im Gegensatz zu den bekannten Stars und Influencer über viel geringere Reichweite verfügen. Also hier möchte ich Trusted Blogs am liebsten ein paar hinter die Löffel geben, denn es ist ja völliger Blödsinn. Haben Blogger wirklich weniger Reichweite? Schauen wir uns das gleich mal an. Ich habe hier jetzt zwei Influencerinnen auf Instagram genommen als Beispiel. Als erstes mal die ehemalige Miss Schweiz und Liebling des Schweizer Fernsehens, die Christa Rigozzi, eine Tessinerin. Die hat 50.000 Abonnenten, wie immer in meinen Videos. Ich runde gerne. Ich bin ein Fan von Milchbüchlerrechnen. Ihr könnt es selbst nachrechnen, wenn ihr Zahlen bis ins zehnte Komma genau haben wollt. Aber eben, schauen wir uns das an. Sie hat jetzt 2.750 Beiträge gemacht für knapp 50.000 Abonnenten, hat 400 abonniert. Und wenn wir uns die Zahl anschauen, da hat sie 700 Likes, da 500, da 700, da 700, 900 und so weiter und so fort. Also, gehen wir mal davon aus, es schauen drei Leute zu und einer macht ein Like, dann sind wir bei 2000 pro Post. Aber eben, wie gesagt, ich mache heute einen, ich mache morgen einen, übermorgen einen und sofort muss ich dann scrollen. Und wir sehen ja selbst, selbst Instagram liefert uns ungern die alten Bilder. Es braucht nämlich wirklich, wirklich sehr lange, bis diese Bilder geladen sind. Als zweites Beispiel nehme ich die Caroline Dauer. Das ist ein Model aus Deutschland, ich glaube Hannover, wenn mich nicht alles täuscht. 2,4 Millionen Abonnenten und fast 5000 Beiträge. Und wenn wir hier anschauen, ihr Videos wurde 240.000 Mal angeschaut, Bilder 60.000, 20.000, 30.000, 20.000. Also auch sie hat im Verhältnis zu ihren 2,5 Millionen Abonnenten relativ wenig Views, Likes bekommen. Auch Kommentare sind nicht wirklich überwältigend viele. Also das bedeutet, viele Leute schauen sich die Bilder an und klicken gleich wieder weg. Ja, und bei diesen Influencern gehe ich davon aus, dass die locker ein paar tausend Euro pro Foto verdienen, wenn nicht mehr. Wir wissen ja alle, zurzeit sind die Preise im Influencer-Marketing bei Instagram völlig irgendwo in stratosphärischen Höhen, wie ich so schön sage. Aber vergleichen wir doch mal einfach diese Zahl mit dem eines Bloggers. Nehmen wir mal an,
Ein Blog hat 1000 Leser am Tag. Das sind dann 30.000 Leser im Monat und etwa 360.000 Leser im Jahr. Eine schöne Zahl. Dann gehen wir davon aus, vom Pareto-Prinzip, erkennt ihr das? 80-20. Also gehen wir davon aus, dass 20% der Beiträge Top-Beiträge sind, die 80% des Traffics bringen. Ich stimme dem zu. Das ist etwa auch in meinem Blog so. Natürlich Handgelenk mal Pi. Also sind das, gehe ich mal davon aus, es sind 100 Beiträge in einem Blog drin, dann sind das 5 Top-Beiträge. Also diese 5 Beiträge, die bringen 80% des Traffics. Und wenn ich das umrechne, habe ich pro Beitrag etwa 60.000 Leser pro Jahr. Ja, und wie ich vorhin schon sagte, ich kann jetzt einen Beitrag schreiben und der kann in 5 Jahren immer noch diese 60.000 Leser pro Jahr bringen, dann sind das wieder 300.000, 400.000, eine halbe Million Leser innerhalb 5 Jahre. Und die kommen immer wieder. Natürlich muss man immer wieder schauen, dass die aktuell sind, aber eben solche Beiträge sind wirklich für lange Zeit drin und auch sehr sichtbar. Und da sind wir dann bei 1000 Views, bei 50.000 Abonnenten und sagen wir bei 100.000, ich bin jetzt großzügig bei 2,4 Abonnenten. Also ich denke, man sieht hier sehr schön, dass die Reichweite eines Bloggers relativ einfach sehr viel höher ist als einer Instagrammerin. Also ist diese Sache wirklich Bullshit? Wir haben nicht eine viel geringere Reichweite, nein, wir haben eine andere Reichweite und vor allem eine Langzeitreichweite. Wenn ich mir so vorstelle, wo ich überall gerankt bin, da schaue ich mir mal persönlich die Google-Bildersuche an und wenn ich da zum Beispiel nach Social Media suche, dann sehe ich sehr schnell, ich bin hier rechts oben auf Platz 4. Also gar nicht mal so schlecht, obwohl der Beitrag auch schon ein bisschen älter ist. Kann ich weitergehen? Emoticons, da bin ich auch auf Platz 4. Auch nicht schlecht, finde ich, bei dieser Bildersuche. Und wenn ich noch weitergehe, auch bei speziellen Themen, bei wissenschaftlichen Themen, wie zum Beispiel Deepfakes, da bin ich auch auf Platz 8. Obwohl es andere große wissenschaftliche Zeitungen hat, die größer sind, die mehr verkaufen, als ich, kleiner Bloggerfotz. Also ihr seht, man sieht sehr schön, dass ein Blog größere Auswirkungen hat als ein Instagram. Denn ich habe jetzt in diesen Beispielen hier nie irgendwie ein Instagram-Foto gesehen. Ja, und wenn ich dann das Ganze noch zu meinem privaten Blog, dem Chefblogger-Blog anschaue, dann liefert mir Google diese Zahlen. Also ich bin die beim Webmaster Tools raussuchen gegangen. Also das sind die Anzeigen, die Google bei ihrer Suchmaschine präsentiert. Da heißt also, ich wurde innerhalb der letzten 12 Monaten 4,15 Millionen Mal angezeigt. Was eigentlich eine sehr schöne Zahl ist, eine sehr hohe Zahl. Dann gehe ich weiter bei der Bildersuche. Sind es immerhin 1,5 Millionen Impressions, wo ich gefunden worden bin. Und bei den Videos, obwohl ich erst seit etwa 1,5 Jahren Videos mache für den Chefblogger-Blog, bin ich hier bereits bei 15.000 Impressions innerhalb diesen 12 Monate gekommen. Rechne ich das hoch, dann sind das etwa 7 Millionen Impressions, die ich pro Jahr habe bei Google. Natürlich Tendenz steigend. Was natürlich sehr gut ist, wenn ich mir vorstelle, so ein Instagram-Föteli, die ist ja dann schnell vergessen, außer sie werden von den Journalisten von einem anderen Blog gefunden und dort nochmal präsentiert. Ja, und dann gehen wir weiter, schauen ja, was kostet dann ein Blogbeitrag? Es ist richtig, dass es absolut falsch ist, dass Blogger heute nur noch mit Taschengeld arbeiten. Eigentlich sollte kein Blogger das machen, noch nie. Das hätte noch nie ein Blogger machen sollen, dürfen. Denn wir wissen alle, Blogger kostet Zeit. Für einen guten Beitrag rechne ich locker mal mit 4 bis 6 Stunden für einen schönen Blogbeitrag. Ich muss das da noch abschalten.
Ja, zum Thema zurück. Ja, es ist ja also absolut richtig, dass ein Blogger nicht sich zu günstig verkaufen sollte, also nicht für ein Taschengeld, denn wir sehen es selbst auf YouTube, sehe ich immer wieder diese Aufrufe. Ja, ich habe jetzt einen neuen Blogbeitrag, einen neuen Blog gestartet, ich möchte einen Blogpost machen. Ja, wie komme ich schnell an Kunden? Ich schreibe einen Blogbeitrag für 10 Euro, wo ich immer sagen muss, du bist doof. Gleichzeitig kommen die anderen, die sagen, ja, ich habe jetzt seit einer Woche einen Blogbeitrag, warum habe ich nicht 1 Million Leser? Ebenfalls ein schöner Depp. Schauen wir uns das mal an. Eben, ein Blogbeitrag kostet nun mal halt 4 bis 6 Stunden Arbeitszeit und das darf man auch sagen. Und wenn ich mir dann so lese, ja, ein Preis für einen Blogbeitrag im moderaten dreistelligen Bereich und man soll aufpassen oder man soll wissen, dass Blogger nicht von einer Veröffentlichung leben müssen. Ebenfalls wieder, wo ich am liebsten ohrfein verteilen würde. Da habe ich auch wieder ein paar Umfragen gemacht, geschaut, ja, was verdient denn ein Texter überhaupt in Deutschland oder in der Schweiz? Da habe ich mal so eine Lohnanalyse aufgeschaut. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber hier in der Schweiz verdient eigentlich ein Texter pro Jahr etwa 60.000 Franken und in Deutschland etwa 35.000 Euro. Also gehen wir davon aus, dass einer umgerechnet, also bei 35.000 etwa 2.900 Euro verdient. Einfach Jahresbruttolohn durch 12, 60.000 durch 12 sind etwa 5.000. Wenn ich das dann runterrechne, dann habe ich einen Stundenlohn in der Schweiz von etwa 30 Franken. Ich habe da einfach den Jahreslohn durch 12, dann habe ich den Monatslohn gehabt. Dann rechne ich mit dieser durchschnittlichen Arbeitszeit von 22,5 Tage durch diese 8 Stunden und dann bin ich dort bei 30 Franken pro Stunde in der Schweiz und bei etwa 16 Euro pro Stunde in Deutschland gekommen. Nun gehe ich davon aus, dass man als Blogger natürlich auch noch die Miete bezahlen muss, Strom bezahlen muss und so weiter. Nicht so wie ein Texter, der in einer Firma arbeitet. Da nehme ich jetzt einfach mal den Satz in der Gastronomie. Da sagt man immer, wenn ein Produkt, ein Teller, Spaghetti nehme ich jetzt mal als Beispiel, im Einkauf etwa 5 Franken kostet, dann muss man ihn mindestens verdreifachen, damit man alle Nebenkosten zusammen hat. Also gehe ich davon aus, dass diese 16 Euro in Deutschland pro Stunde mal 3 sind. Dann sind wir schnell mal bei 60 Euro pro Stunde, wo man rechnen muss für Blogger. In der Schweiz 30 mal 3, also etwa 90 Franken. Ebenfalls pro Stunde. Wenn ich mir dann vorstelle, ja, ich muss 4 bis 6 Stunden arbeiten, dann bin ich da mal schnell bei einem fairen Preis für einen Blogbeitrag in Deutschland bei etwa 360 Euro und in der Schweiz bei etwa 600 Franken. Ihr könnt mich jetzt natürlich kritisieren und sagen, ja, da muss man doch nicht so viel draufknallen, ja. Dann macht das halt nur mal 2, dann sind wir halt bei 60 mal 2, 150, 200 Euro und bei 6 mal 50 sind wir auch bei 300 Franken anstatt 600 Franken. Also ihr seht, das wäre eigentlich ein fairer Lohn. Aber eben, da ich bekomme immer wieder Anfragen, ja, würden Sie einen Blogbeitrag schreiben für 50 Euro, wo ich immer wieder lachen muss? Dann kommen wieder Firmen zu mir, ja, wir zahlen, wir sind großzügig, wir zahlen Ihnen 80 Euro. Da muss ich auch immer wieder lachen. Ich habe mir vor langer Zeit ein Standard-Mail zusammengeschrieben, zusammengestellt, wo ich geschrieben habe, ja, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Blogbeiträge, die von Ihnen geliefert werden, kosten 1.500 Franken pro Jahr. Blogbeiträge, die ich selbst schreiben muss, kosten 4.500 Schweizer Franken pro Jahr. Denn meistens geht es ja bei diesen Blog-Marketing-Kampagnen nur um den Backlinks und ja, da kann jemand wirklich in die tiefes Portemonnaie greifen und mich auch fair bezahlen, wenn es nur um den Backlink geht. Ja, also, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ja, für Blogger reicht ein Taschengeld. Ja, das ist auch wieder völliger Blödsinn, also ein absolut korrekter Fail. Schauen wir uns mal noch mal kurz Zusammenfassung an. Ja, ich habe keinen Umsatz gemacht. Ja, wenn du Umsatz für einen Blogbeitrag nimmst, dann kannst du gleich aufhören. Außer du hast unten direkt einen schönen Checkout, ein schönes Produkt, das du verkaufst, aber ein purer Blogbeitrag. Nehmen wir nochmal dieser von Patrodat, Patotra, Entschuldigung.
über das Matschertal. Da hat sie einen sehr schönen Beitrag gemacht mit vielen Fotos. Sie hat sich Mühe gegeben, viel, viel Textinformation, Tipps und Tricks und noch mehr Fotos und so weiter. Also da sieht man, sie hat wirklich Herzblut investiert. Das ist nicht eine 20-Sekunden-Arbeit und die kostet auch. Und da haben wir jetzt gar nicht mal über die Spesen geredet. Also Reisekosten, Informationskosten, Kosten für Essen und so weiter, Getränk, Partner, der ja mitreisen möchte und so weiter und so fort. Also, die richtige KPIs pro Blogbeitrag, Blog-Marketing-Kampagne ist immer das Wichtigste. Schaut, was möchtet ihr als Ziel erreichen und dann erst könnt ihr sagen, ob ein Blogbeitrag funktioniert oder nicht. Dann, wenn eine Firma einen Blogger zu Tode reguliert, dann bringt das nichts, dann macht er die Kampagne selber kaputt. Das ist genau das Gleiche wie jemand, also eine Firma einen Blogger nicht unterstützt, ihn nicht mit Informationen, nicht mit Content, mit Fotos mit Informationen versorgt, auch dann geht eine Blog-Marketing-Kampagne voll in die Hose und ja, schlussendlich bezahlt man nichts, bekommt man nichts. Ganz einfach gesagt. Ja, was denkt ihr? Stimmt dieser Beitrag? Oder habe ich jetzt hier ein völliger Scheiß erzählt? Hat dieser Blogger hier ein Scheiß erzählt? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn ihr eine Frage dazu habt zu diesem Thema, schreibt mir, schreibt Trusted Blogs, auch ein sehr schönes Portal, das ich gerne empfehle, obwohl ich nicht dabei bin. Darum darf ich hier auch ein bisschen kritisieren, ohne Angst haben zu müssen, dass mich die Firma abstraft. Ich werde die Links unten natürlich verlinken. Nun hoffe ich, ihr teilt diesen Blogbeitrag, dieses Video. Ihr gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Nicht. Shared es, teilt es, abonniert meinen Kanal. Ja, dann, wenn ihr eine Frage habt, freue ich mich, diese Frage beantworten zu dürfen. Bis zum nächsten Video. Tschüss und ciao.